Hallihallo, ich bin hier auf dem Bottroper Kirmes. Ja, wir haben hier einen kleinen Aufbau. Crazy Mouse, Breakdance. Autoscooter, Essstand, Spiele, Kinderkarussell, Schokohäuschen und eine Wurfbude. Das ist allerdings nicht hier der einzige Ort. Oberhalb des Busbahnhofs gibt es noch einen weiteren Bereich des Kirmesplatzes. Zugegeben, die Kirmes selber ist nicht schlechte, sehr bunt, hell, aber auf diesem Ding würde ich nicht drauf trauen. Ich glaube, da bin ich raus aus dem Alter. Ich gehe jetzt oberhalb der Kirmes mit den sogenannten Essständen. Also die haben ja oben sehr viele Essstände, schauen wir uns mal die an. Dieses Jahr kann man sagen, sind mehr Fahrgeschäfte auf dieser Kirmes. Es wirkt ein bisschen größer generell als letztes Jahr. Was ich auch noch gesehen habe, dass wir hier einen Sicherheitsdienst haben auf der Kirmes, weil wohl in den letzten viele Probleme entstanden sind, die jetzt für Sicherheit sorgen. Finde ich einerseits gut, weil es auch ein bisschen die Sicherheit für Familien und vor allem auch für unsere Frauen gibt.
eine Box, ein Boxautomat. Leider nein, weil wir müssen eigentlich unten rennen. Ja. Man muss aber Zuckerwatte. Zuckerwatte. Twister mag ich sehr gerne, diese aufgedrehten also eingerollten Kartoffelstücke. Spielshop.
Ja, doch eigentlich. Das Gute ist ja, dass die Security hier wirklich ein Auge drauf haben, damit es wirklich solche heftigen Auseinandersetzungen gibt, wie es wohl beim letzten Kirmesveranstaltung war. Also man kann sagen, die Jungs, die tun ihre Arbeit und das ist auch mit Zufriedenheit. Ich bin da ehrlich gesagt froh drüber. Ja. Das kennen wir ja. Aber in schönem Blau. Schießboden. Ein Mini-Kettenflieger für die Kleinen. Ja. Magnetspiel mit Enten. Also da drauf gehe ich mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die war sogar bei uns in Wuppertal am Zoo. Das gleiche Ding. Aber der gefährlichste Stand sind die Essstände. Die können körperliche Versehrtheiten ausrichten, und zwar in die Breite, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Time Factory, ihr Garten. Themen, Ausstellungen finde ich nicht mal schlechte. So, das war mein Rundgang über die Kirmes. Diesmal ohne Probleme. Jetzt geht's ab nach Hause.